Jawohl, herzlichen Glückwunsch an Simone Hauswald. Das scheint zusammenzupassen, Hauswald und Hochfilzen, nicht nur wegen des H am Anfang. Kann man das sagen, dass einem Strecken besonders liegen und Ihnen diese hier? Ja, also man kann schon sagen, dass mir die Strecke liegt, aber im Prinzip gehe ich jedes Rennen so an oder jeden Weltcuport, dass ich mich auf die Strecken einstelle. Klar habe ich hier letztes Jahr meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert und da geht man mit einer ganz anderen Energie wieder hierher und ich habe mich wirklich hier auf Hochfilzen gefreut und bin froh, dass ich heute so ein gutes Rennen gemacht habe. Vor allen Dingen bei diesen Bedingungen. Wir haben von vielen anderen Kolleginnen schon gehört, es war ziemlich schwierig. Bei Ihnen scheint das nicht so gewesen zu sein. Zumindest lässt die Zeit den Schluss nicht zu. Ist es Ihnen leicht gefallen heute? Also es war ehrlich gesagt schon ganz schön hart auf der Strecke und die Beine haben ganz schön wehgetan. Aber ich war froh, dass ich mich vorne habe auslosen lassen und konnte dann einfach ganz befreit von Anfang an mein Ding laufen und ja, da musste jede durch und ich habe mich einfach wirklich so drauf eingestellt auf die Bedingungen und ich denke mal, mit dem bin ich ganz gut gefahren. Das Maß aller Dinge heute aber, und das auch die Frage an unseren Experten, an Rico Groß, die Schwedinnen, Doppelsieg einmal mehr, wie ist das zu erklären, dass die so eine Top-Frühform haben? Ja, da hat natürlich auch alles zusammengepasst. Beide sind fehlerfrei geblieben am Schießstand. Toll gelaufen, sicherlich auch das Material voll mitgespielt. Und dann kann man natürlich solche Leistungen anbieten. Auf jeden Fall, Simone Hauswald, Glückwunsch. Direkte Qualifikation für Vancouver ist geschafft. Also, Sie sind dabei. Das ist ein beruhigendes Gefühl. Jetzt kann man es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und wir wollen mal hören, was Wolfgang Pichler, der Cheftrainer der Schweden,